offene Liebe, Herzlichkeit, BDSM, Spiritualität, Tantra und Polyamorie. Guten Morgen! Alles Themen, die in unserer Gesellschaft viel zu kurz kommen. Entsprechend finden sich diese Themen auch in letzter Zeit häufiger mal auf meinem Kanal, weil über diese Themen sehr viel Energie transformiert werden kann und die Menschen gelassener und damit auch bewusster werden. Aber zeitgleich sind diese Themen auch in der heutigen Zeit oft anrüchig und werden auch als Schweinekram oder als Esoterik abgestempelt. Ja, um sich einfach weiter in seiner Komfortzone zu suhlen, die leider für die Großteile der Gesellschaft eigentlich gar keine wirkliche Komfortzone mehr sind. Geistige Erkrankungen und ja, seelische Zusammenbrüche sind so hoch wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Eine Lösung, die sich sowohl mit meiner Erfahrung als auch mit denen vieler anderer Menschen deckt, ist, dass man durch eine gesunde Sexualität und dazu zählen eben auch alle gesellschaftlich als pervers abgestempelten Exzesse und energetischen Transformationen sich selbst immer wieder in die Waage bringt. Sexualität ist enorm wichtig. Leider haben, und auch das ist meine Erfahrung, mindestens 90% der Frauen noch nie eine zufriedenstellende energetische Sexualität erlebt. Warum sage ich Frauen? Ja, weil ich mir über Männer kein Urteil erlauben kann, da ich Sexualität ausschließlich bisher mit Frauen erlebt habe. Und es ist teilweise wirklich extrem, wie Frauen plötzlich aufblühen, wenn ihre Sexualität in natürliche Bahnen gelenkt werden. Wenn Frauen plötzlich den Mut haben, sich gehen zu lassen. Wenn Frauen verstehen, dass Sexualität keine zeitliche Begrenzung haben muss. Wenn Frauen über die Sexualität in die Spiritualität finden. Denn Sexualität ist für mich der einfachste und angenehmste Weg eines Menschen hin zur Spiritualität, also dem gelebten Sein. Weil die Hormone und die natürlichen Substanzen so dominant sind, dass das Denken, was oftmals der Spiritualität im Wege ist, in den Hintergrund tritt. Wenn nämlich das Denken in der Spiritualität in den Vordergrund tritt, also innerhalb der Spiritualität, dann sprechen wir nämlich von Esoterik. Da sind wir wohl ganz anders. Ne? Daher ist es schon ein guter Ansatz, ja, in einem ersten Schritt erstmal die Sexualität an sich zu intensivieren. Sich also selber ja, etwas mehr nach vorne zu wagen. Und dabei gilt auch für sich wirklich komplett selber. Und das gilt insbesondere auch eben für die Frauen. Es gibt nicht wenige Frauen, die immer noch die Onanie, also die Selbstbefriedigung, ja irgendwie als etwas Komisches betrachten. Es gibt sie wirklich, ja. Auf unserem Kanal wahrscheinlich weniger, weil wir das sehr, sehr häufig thematisieren. Aber es gibt, glaubt mir, noch viele Frauen, die Onanie als etwas, ja, macht man nicht. Ja? Also lernt euren Körper in einem ersten Schritt. Das ist komplett gefahrenlos und auch Gott tut euch nicht die Finger irgendwie ja, ablesern oder sonst was, weil ihr onaniert habt, in einem ersten Schritt euch selber kennenlernen und auch die Fantasien, die man hat, in seinem Kopf, die Gedanken sind frei, reuelos ausleben, ne? In einem ersten Schritt sich den Schwingungen seiner Lust ja, einfach auch hinzugeben, für sich komplett alleine, erstmal ohne Partner. Ohne Scham und, ja, und dieses Bewusstsein, was man vielleicht gelernt hat, den Anstand zu verlieren. Ich erinnere mich da an eine Situation beim letzten Potluck. Ich bin natürlich ein Extrem, das muss man dazu sagen. Als bei mir das Zimmer wirklich voll war mit Menschen, die bei mir geschlafen haben, ja, und ich in den Armen zwei wunderschöner Frauen einfach onaniert habe und dabei mich eben ja, genauso gehen habe lassen, wie wenn ich alleine wäre. Natürlich wissen das die Leute, die zu mir kommen, dass ich eben dieser Mensch bin. Also ich würde jetzt nicht in die Öffentlichkeit gehen und onanieren, aber die Leute wissen ja, dass ich offen bin. Aber das ist eben so auch so ein praktisches Beispiel mal. Wisst ihr? Es gibt keinen Grund dafür, sexuelle Schwingungen nicht rauszulassen. Natürlich gibt es ein paar gesetzliche Regelungen. Das ist ja dieser Gesellschaftsvertrag. Daran muss man sich auch einfach halten. Ne? Das ist normal und das mache ich eben genauso. Aber wir haben immer noch in unserem Alltag genug Freiheiten, um sehr, sehr tief in die Sexualität hineinzudringen und diese auch zu leben. Angefangen bei sich selber eben bis dann wirklich hin zu gleichempfindenden Herzensmenschen. Und genau deswegen war es mir auch ein besonderes Bedürfnis, an einem Projekt mitzuarbeiten, das Aaron Wagner ins Leben gerufen hat. Ab Sonntag werden 10 Tage lang Experten in oben genannten Themen ja, über diese Themen reden und ihr habt kostenlos die Möglichkeit, euch diese Beiträge, diese Videos, das sind teilweise stundenlange Interviews, da reinzuziehen. Eine Veranstaltung, die mit Sicherheit euer Leben ja, bereichern wird.
Auch ich werde im Rahmen dieser Veranstaltung mit Aaron über die Themen offene Liebe, offene Beziehung und BDSM reden. Ich verlinke euch unten die Veranstaltung und möchte sie wirklich euch ans Herz legen, dass ihr da mal reinschaut. Die Beschäftigung mit diesem Thema ist meiner Meinung nach mindestens genauso wichtig für das Potenzial für eine perfekte Gesundheit wie auch eine gesunde Ernährung. Ein gesunder Geist und eine stressfreie Lebensweise, wozu Sexualität dazugehört, weil sie eben oft als Ausgleich fungiert, das ist einfach extrem wichtig. Und das liegt eben auch daran, warum ich das so priorisiere. Ich selber würde das gar nicht, wenn ich das so für mich erlebt hätte und alle anderen das auch so sehen, hätte ich das gar nicht so groß als Thema gemacht. Da ich aber eben selber immer wieder erfahre, wie Menschen eben diese Sexualität nicht leben und vor allem eben dieses, wie Frauen wirklich plötzlich aufblühen, wie Frauen wirklich aufblühen und ins Leben gehen, nur durch die Sexualität, das ist Wahnsinn, mit wie wenig man so viel erreichen kann. Sexualität ist so dermaßen von der Pornoindustrie simplifiziert und auf der anderen Seite von der Gesellschaft stigmatisiert, dass kaum Menschen den natürlichen Zugang haben dazu und ja, und eben die Praktizierung der Sexualität eben so abstrus ist. Auf der einen Seite am liebsten fast gar nicht und im Dunkeln, und auf der anderen Seite Porno rammeln. Ne? Und dazwischen gibt es so wenig, die goldene Mitte. Es ist schlimm, es ist wirklich schlimm und es ist mir ein richtiges Herzensthema. Ne? Und das geht auch dabei los, diese zwanghafte Fixierung auf eine Person, dass man sozusagen sagt, nur Monogamie ist richtig. Ne? Das Gegenteil ist natürlich genauso gefährlich. Ne? Man sagt, nur offene Beziehung oder offene Liebe ist wichtig, ne? Ist richtig. Ne? Jeder muss sich selbst finden. Jede zwanghafte Fixierung auf irgendwas, auf eine Ernährungsweise, auf eine Art und Weise der Sexualität, auf irgendwas, jede Art der Fixierung behindert einen. Ne? Behindert einen. Wenn ihr einer dieser Taktgeber hin zu einer sexuellen Befreiung unserer Gesellschaft werden wollt, oder zumindest für euch selber, dann schaut euch diese 10 Tage die Videos an und lasst euch inspirieren. Ansonsten könnt ihr auch jede Woche auf unserem Let's Talk Kanal, den wir jetzt gegründet haben, Donnerstag 21 Uhr anrufen und ja, offen und frei über Sexualität reden mit mir. Ihr wisst, ich nehme kein Blatt vor den Mund und ja, kein Thema ist tabu. Wie gesagt, der Let's Talk Kanal ist dauerhaft auf meinem Kanal verlinkt, glaube auch unten in der Infobox, muss ich mal schauen, und ja, dann kommt einfach dort vorbei, und dann können wir jede Woche auch konkret über eure Probleme reden oder über eure Gedanken reden, das müssen ja nicht immer Probleme sein, und ja, uns einfach dann begegnen, jeden Donnerstag 21 Uhr auf diesem Kanal. Natürlich sind die Live-Talks auch die ganze Woche dann auch als Video abrufbar. Ne, das hat sich nicht geändert. Wenn ihr Donnerstag 21 Uhr keine Zeit habt, mit dran teilzunehmen, weil ihr vielleicht arbeiten müsst, dann könnt ihr die ganze Woche den ganzen Let's Talk dann abrufen auf diesem Kanal. Also dann, lebt eure Sexualität offen und frei und nutzt die Veranstaltung von Aaron und die wöchentlichen Live-Talks, um ja, euer Liebesleben in neue Sphären zu heben. Alles Liebe, Euer Christian.